Willkommen zurück bei The Long Dark und ich habe jetzt hier geschlafen und dafür habe ich Hunger und Durst wie doll und nicht gescheit. Also gleich mal irgendwas zum Frühstücken rausholen. Ich werde mal die Pork and Beans essen. Ich bin Use Can Opener. Ah, okay. Ja, das ist ja interessant. Aber ich hatte ja glücklicherweise einen Can Opener. Und jetzt kann er essen. Die Kalorien waren auf null. Der Hunger war extrem hoch. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft das auch so machen, dass ich nicht ganz so lange schlafe, zwischendurch aufstehe und irgendwie so eine Art Mitternachtssnack zu mir nehme. Einfach, um nicht vollkommen runterzugehen mit den Kalorien und mit Hunger und Durst, damit es nicht ganz so schlimm ist und ich da irgendwie keinen Schaden nehme, denn ich wollte mich ja eigentlich insgesamt erhöhen, meine Condition erhöhen. Das hat auch geklappt. Ich war ja irgendwie, glaube ich, bei irgendwas um die 30 durch diese Wolf-Attacke. Und hier drin ist eine Lufttemperatur von minus 1, eine gefühlte Temperatur von 8 Grad. Das kann man ja schon fast, das ist ja schon fast angenehm. So, jetzt habe ich 1085 Kalorien, das ist völlig in Ordnung. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich hier noch ein paar Sachen harvesten kann. Was mir gesagt wurde, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich kann hier also bei Cloth Harvesting, kann ich aus Cloth eine Bandage herstellen fürs nächste Mal. Bis dahin sollte ich aber auch noch irgendwie Antiseptik gefunden haben, denn das braucht man ja auch. Ansonsten gucke ich jetzt hier gerade mal, die Jeans kann ich noch auseinanderrupfen. Einfach so, das glaube ich ist dann auch reduziertes Gewicht, das trage ich, den Fleece-Sweater kann ich, einfach, dass ich auch nicht ganz so viel durch die Gegend schleppen muss, beziehungsweise mehr Platz habe, um neue Dinge zu nehmen, die ich finde. Cotton Socks, was trage ich denn für Socken? Wollsocken, genau. Ja, ich mache das jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. So. 81, die anderen sind 95. Ja, yeah, okay, das ist alles in Ordnung. Also ich glaube, an so Stofffetzen, um irgendwas zu machen, fehlt es uns nicht wirklich. Can Opener, hier haben wir nochmal Jeans. Ich trage ja jetzt diese Cargo Pants, genau. Dann kann ich die Jeans auch nochmal zerrupfen. Ich hätte das vielleicht mal gucken sollen, ob mir das wirklich einen Gewichtsvorteil bringt. Das mache ich jetzt mal. Was haben wir? 13 von 30. Und wenn ich jetzt hier nochmal die Socken. Ne, Moment. Welche trage ich denn? Ich trage die 91er. Na, dann mache ich die. Zack. So. Colder, weil ich jetzt keine Socken mehr anhabe. Das ist klar. Aber ich kann ja jetzt diese hier anziehen. Warmer. So. Und das bringt tatsächlich einen Gewichtsvorteil. Super. Also, das ist richtig, dass ich die ganzen Klamotten alle aus gleich auseinandernehme, auch wenn das immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Werde ich jetzt noch kurz, nicht First Aid, sondern noch kurz hier so ein Granola Bar oder so eine Soda mal zu mir nehmen. So, und jetzt haben wir die ersten Minuten des Videos eigentlich nur damit zugebracht, hier in diesem Haus rumzuhängen und Klamotten zu zerschneiden, das ist aber wichtig. Ein wichtiger und entscheidender Teil dieses Spiels. Und jetzt werden wir hier versuchen, so die restlichen Schränke, die ich noch nicht durchsucht habe, durchsuchen. Ich glaube, hier war ich aber überall schon. Sonst war ich ja relativ gründlich. Ja, ja, genau. So, hier hatte ich die Bandage drin gefunden. Gut, ich glaube, dann wagen wir uns mal nach draußen. Es klingt jetzt auch nicht so ganz schlimm da draußen. Hier ist noch eine Tür. Hier hatte ich auch geschaut. Okay, ich glaube, dann habe ich alles. Dann wagen wir uns mal in die Wildnis. Und hoffentlich wartet nicht gleich wieder ein Wolf vor der Tür. Das wäre irgendwie angenehm. So, minus 20, minus 8. Das ist natürlich echt hart. Und es fühlt sich minus 14 an durch die Kleidung. Muss ich direkt mal gucken, wo ich überall schon gewesen bin. Ich weiß nicht, ob ich in dem schon gewesen bin oder ob ich mich blutend gleich in dieses geschleppt habe. Das werden wir gleich wissen. Kommt mir soweit erstmal nicht bekannt vor. Schrank ist auch noch nicht gelootet. Noch mehr Socken. Noch eine Weste. Kann ich die Weste noch drüber ziehen oder zieht er die zusätzlich an? Clothing. Daunenweste. Die zieht er zusätzlich an. Okay, nee, dann brauche ich die auch nicht.
So, was haben wir hier noch? Nichts. Also ihr merkt schon, ich versuche das wirklich in dieser Staffel alles ein klein bisschen systematischer anzugehen. Man weiß ja jetzt auch schon so ungefähr, was auf einen wartet. Und ich hoffe, dass sich das auszahlt. So, hier gibt es noch eine obere Etage. Das sieht von außen aber nicht so aus, als ob dieses Haus hier noch eine obere Etage hat. Und vor allem sieht es von außen überhaupt nicht so groß aus. Wer weiß. Kühlschrank ist natürlich leer. Was ist im Tiefkühlschrank drin? Nichts. Na, sehr schön. What have we here? Ja, so diese Granola-Bars und Energy-Bars und so, das hält einen schon so einigermaßen am Leben, weil man zwischendurch immer mal irgendwie sich einen so ein Ding einverleiben kann. Einfach nur für den kurzen Energieschub. Nix. Also dafür, dass die Leute hier offensichtlich von diesem elektromagnetischen Sturm überrascht wurden. Ja gut, da haben sie natürlich auch keine Hamsterkäufe getätigt, aber es ist so grundsätzlich relativ wenig. Die Leute besitzen wenig. Aber vielleicht ist das in Kanada so. Kanada, das Schwellenland. Da ist noch eine geöffnete Dose, die kann ich aber bestimmt nicht mitnehmen, ne? Nee. Achso, vielleicht hat sich hier auch einfach auch schon jemand verköstigt an dem Zeug, was die hier so hatten. Weiß man ja auch nicht. Und ist hier auch schon zubereiteter Hase drin? Nee. So, ich glaube, das ist hier in der Küche der letzte Schrank. Na, wenigstens noch eine Soda. So, die hier oben habe ich noch nicht. Natürlich. Okay, also ich glaube, so wassermäßig sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ja, noch mehr Streichhölzer, sehr schön. Okay, das war die Küche. Ich hätte gerne mal irgendwie so Kram wie, weiß ich nicht, ein Werkzeugset oder, hier ist Pork and Beans und noch mehr Pfirsiche, sehr schön. Natürlich auch gerne ein, ein Gewehr, hatte ich auch nichts gegen. Weil, wie gesagt, so was die Snacks angeht, müssen wir mal ein bisschen beobachten. Ich glaube, damit kommen wir auch schon ganz gut. Schade, im Medizinschrank ist nichts drin. Hier sind 1,5 Liter Potable Water. Also, komm, dann trinken wir jetzt aus der Toilette. Achso, hätte ich einfach bloß Take-All machen müssen. So, wie sieht's aus hier? 18,4 von 30. Das ist in Ordnung. Wir haben Hunger natürlich, Kalorien. Ich werde mal wieder eine Kleinigkeit essen. So ein Bar. Das hat ja nichts. So. Solange es uns nämlich gut geht und wir auch nicht zu müde sind, können wir auch die maximale Menge tragen. Achso, hier bin ich reingekommen natürlich. Dann einmal schnell nach oben. Oh. Oh. Den hat's hier erwischt. Naja. Vielleicht hat er was Sinnvolles dabei. Sardinen mit 29%. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die hätte ich vielleicht einfach auch mal bei ihm lassen können. Ich glaube, das mache ich auch mal wieder. Food and Drink. Nicht, dass ich noch versehentlich auf die Idee komme. 29, die sind bestimmt schlecht. Und dann auch noch Fisch. Also, das muss ja nicht sein. So, hier könnte ich jetzt, mache ich auch. Natürlich mache ich das, klar. Was soll ich sonst machen, außer die ganzen Schubladen durchsuchen? That'll come in handy. Noch mehr Socken. Ja, ich sehe schon, irgendwann muss ich wieder eine Session einlegen, in der ich wieder das ganze Zeug, die ganzen Textilien zerruppe. Work Boots. 74%. Ja, nehme ich auch mit. Und dann hat man das Leder. Auch wenn man sie nicht anzieht. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt, glaube ich, auch Workboots an. Aber Workboots, die haben 85%. Ja, ist doch super. Ach Quatsch. Da war ich schon. Insulated Boots. Waterproof.
Die sind, glaube ich, richtig, richtig gut. Das werden wir jetzt gleich mal vergleichen. Das ist natürlich mal, das ist natürlich mal richtig sinnvoll. Insulated Boots 1107. 1708. Aber wenn wir die reparieren, was brauchen wir dafür? Harvest. Da können wir erstmal auf jeden Fall noch diese einen Work Boots, die ich nicht anhabe, harvesten. Da ist nämlich, kommen nämlich zweimal Leder bei raus. Super. So, und jetzt gehen wir auf Repair und Sewing Kit. Ich nehme mal an, dass man das damit macht. Insulated Boots. Ja, 30% tut darauf. 84% Chance, weil mein Skill jetzt schon bei 64 ist. Ja, das ist sehr schön. Das, ach, da brauche ich einmal Cloth, einmal Leather. Mache ich auf jeden Fall. Oh, echt? Scheiße. Bei 84% fehlt der. Naja. Das Glück ist nicht mit mir gewesen. Ich mache es trotzdem nochmal. 66. 96. Super. So, jetzt gucken wir mal. Insulated Boots. 2919. Jawohl. Sehr schön. Okay, ich sehe schon, ich muss schon wieder was essen. Food and Drink. Dann nehme ich mir mal die Peaches. 23%. Die kann ich auch eigentlich... Das bringt dann nichts, das hatten wir doch schon. Pork and Beans mit 37. Es ist schon gelb. Soll ich es probieren? Ich probiere es. Ist egal. Can Opener. Ich hoffe jetzt einfach das Beste, ansonsten müssen wir damit leben. Bringt 600 Kalorien und... Naja, geht. Könnte ich natürlich auch versuchen, die Dinger hier noch zu... Ich sollte es vielleicht auch nicht übertreiben, aber 23 Can Opener. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich will mal wissen, ab wann die Lebensmittel schlecht werden. Sieht jetzt aber... Naja, vielleicht dauert das ein bisschen und wir werden es erleben. Okay, wie spät ist es? Es ist 16 Uhr. Also der Tag geht echt schnell rum. Viel schafft man nicht. Basic Gloves, die habe ich aber, glaube ich, auch an. Jeans brauche ich eigentlich auch nicht, kann ich aber auseinandernehmen. Noch eine Mütze, die habe ich, glaube ich, eh schon auf. Ich nehme das jetzt alles mit, das mag ein bisschen sinnlos anmuten, aber wenn ich das auseinandernehme, wiegt das lange nicht mehr so viel. Und so kann ich immer dafür sorgen, dass meine Klamotten im bestmöglichen Zustand sind und ich, das halte ich doch für sehr, sehr wichtig. So. Ach, hier ist schon wieder dunkel. Ich brauche dringend so eine Lampe. Wie kann ich hier wieder aufstehen? Ging doch irgendwie. Ging das nicht auch irgendwie? Warum kann ich jetzt nicht mehr aufstehen? Wegen der Dachschräge. Oh, okay, verstehe. Naja. So, ich glaube, hier oben habe ich jetzt alles. Dann werde ich noch mal ein bisschen draußen rumlaufen. Und also beziehungsweise ich gucke mich draußen mal um, wie weit denn jetzt zum Beispiel die nächste Ansammlung von Gebäuden sein würde und ob ich das noch schaffe. So, diese drei habe ich jetzt hier. Ach du Scheiße, oh. Super, fantastisch. Wie geht's uns? Apply Bandage. Super, ich habe kein Antiseptikum mehr. First Aid, Bandage, Use. Also das, dagegen kann ich natürlich gar nichts machen, ne? Der steht hier vor der Tür. Bin ich kein riesengroßer Freund von. Ich habe jetzt hier natürlich das Ding mit dem Antiseptikum. Ein zweites habe ich natürlich noch nicht. Ja, dann habe ich jetzt wahrscheinlich einfach ein Problem und werde jetzt so langsam aber sicher vor mich hinkrepieren. Das ist nervig. Also da muss, das muss ich wirklich sagen, das müssen sie dringend noch ändern. Weil da konnte ich jetzt einfach nun definitiv nichts machen. Okay. Ich gucke jetzt trotzdem mal. Hier ist jetzt dieser Riesensee. Einige von diesen Fischerhütten. Da drüben ist auch so eine Hütte. Was gibt es eventuell hier noch? Oh, hier ist ein Toter. Na, Kollege. Du bist wenigstens nicht in Gänze eingegraben. Aber du hast auch nichts mehr dabei. Ich kletter mal ganz kurz hier drauf. In der Hoffnung, dass ich mich hier oben ein bisschen umsehen kann. Es geht natürlich noch endlos weiter. Aber kommen da noch Gebäude? Es
Kommen hier noch Gebäude? Muss also höllisch aufpassen. Es ist eine durchaus stark ansteigende Population an Wölfen zu beobachten, die offensichtlich intelligent genug sind, auf mich zu warten vor der Tür, bis ich rauskomme. Ich gucke jetzt einfach mal diesen Highway entlang. Ernsthaft, ja? Schon wieder? Wirklich? Wo denn? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber da ich wahrscheinlich sowieso des Todes bin, weil ich kein Antiseptikum habe. Mist. Hier ist auch ein bisschen Ende im Gelände. Okay, also ich nehme mal an, dass nach hier einfach die der Kartenteil so ein bisschen in diese Richtung auch aufhört. Also da geht es in die unendlichen Weiten dieses zugefrorenen Sees. Ich vermute nicht, dass da noch irgendwie Zivilisation kommt. Und ich will es in meinem Zustand jetzt natürlich auch nicht unbedingt riskieren. Weak Eyes? Ernsthaft? Ach du Scheiße. Und da ist der Wolf, den ich gehört habe. Nehme mal die Beine in die Hand. Weak Eyes, ne? Also schwaches Eis. Nur für die Leute unter euch, die es nicht wissen. So, jetzt also wird diese Insel angepeilt. So einen Hasen zu fangen scheint mir auch nicht ganz so einfach zu sein. Sind jetzt all diese blauen Teile Weak Eyes? Denn hier irgendwo ins Wasser einzubrechen, habe ich natürlich auch keine Lust drauf. Aber es lässt sich ja glücklicherweise ganz gut sehen. So, kalt ist mir irgendwie nicht so richtig. Hunger und Durst. Ich werde mal noch einen Schluck trinken. Food and Drinks. Ich habe ja Wasser, habe ich auf jeden Fall echt ordentlich gesammelt. Wäre auch schön, wenn das Wasser zumindest, wenn es trinkbar ist, auch dazu verwendet werden könnte, die Wunde so grundlegend zu reinigen, was vielleicht das Infektionsrisiko nicht vollständig eliminiert, aber die Wahrscheinlichkeit verringert. Das würde ich, und da drüben ist natürlich auf jeden Fall Zivilisation. Ich gucke jetzt erstmal aber trotzdem hier hin. Also durch die guten Klamotten, die ich habe, was sind minus 11 und minus 4, da habe ich minus 1 Grad geführte Temperatur, das ist überhaupt kein großes Ding mehr. Wie gesagt, es geht jetzt eigentlich primär nur noch, da ist noch ein Toter, darum, dass ich natürlich ein erhöhtes Infektionsrisiko habe. Gucken, ob der Tote was für mich hat. Nichts. Also wenn auf dieser Insel jetzt hier nichts ist, werde ich natürlich versuchen, noch darüber zu kommen, zu dieser Häusergruppe dort. Gucken, wie kalt das in der Nacht wird. Ah, da oben ist eine Hütte. Das ist gut. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen... Vielleicht haben wir Glück, finden noch einen Medizinschrank. Und vielleicht tatsächlich noch ein Antiseptikum. Auf jeden Fall, was wir gefunden oder was ich jetzt schon gefunden habe, ist noch ein Wolf. Verdammt. Wirklich, ja. Man kann ja nirgendwo mehr langlaufen, ohne Wölfen zu begegnen. Ich versuche nur einmal drumherum zu rennen. Ich will das wirklich nicht riskieren, weil ich meine, klar, wenn der mich jetzt nochmal angreift, ich könnte mir ja jetzt noch eine Bandage herstellen, aber muss es ja nicht provozieren. Ich versuche jetzt mal hier drumherum zu rennen und vielleicht von der anderen Seite an die Hütte ranzukommen. Das wäre doch... Na, hier komme ich garantiert nicht hoch. Riesig, da drüben auch noch auf jeden Fall mehrere von diesen Fischerhütten und da auch noch, da oben, auch noch eine kleine Hütte. Jetzt bemerke ich auch gerade irgendwie diesen weißen Punkt hier permanent in der Mitte. Der war doch eigentlich... den konnte man doch eigentlich so einstellen, dass er sich ausblendet, wenn er nicht gebraucht wird, oder? Das werde ich dann auch vor der nächsten Folge nochmal in Angriff nehmen. Riesig, auf jeden Fall riesig.
im Zweifel, wenn wir jetzt, also ich muss das mal beobachten mit dieser Krankheit, ob das, wie schlimm das wird. Ich bin total berauscht davon, dass ich hier schon wieder das, das Wolfsgeheul höre. Und schon weiß, wenn der mitkriegt, dass ich in das Haus reingehe, dann ist der doch schon wieder da, wenn ich rauskomme. Also das, das ist natürlich das Problem daran, dass ich, dass diese Gebäude alle irgendwie instanziert sind und ich nicht wirklich rausgucken kann. Dadurch kann ich mich davor überhaupt nicht schützen. Compression Bandage. Mhm. Ah ja, okay. Also das ist nicht unbedingt jetzt so geeignet für das, was ich jetzt gerade habe, aber Laternenöl. Ja. Also irgendwie sieht das von innen so ein bisschen aus wie die erste Hütte bei dieser Dreiergruppe, bei der wir gewesen sind. Da stand auch hier, glaube ich, das Laternenöl, wenn ich jetzt nicht vollkommen durchgedreht bin. Zeitung. Ja, hier ist auch wieder die... Noch ein Sewing Kit. Also damit, also das ist, glaube ich, komplett identisch eingerichtet hier. Kann das sein? Also bilde mir ein, dass da auch ein Sewing Kit lag. Pork and Beans. Newsprint. So, Kühlschrank leer natürlich. Okay, also das Hasenfleisch ist auf jeden Fall noch roh. Und ich weiß gar nicht, ob in diesem Haustyp tatsächlich irgendein Ofen oder irgendwas drin ist. Ich erspare euch jetzt wahrscheinlich mal irgendwie das, also zumindest in dieser Folge durchsuche ich jetzt nicht mehr irgendwie die ganze Küche hier. Ich gucke jetzt mal schnell durch, ob ich noch ein Antiseptikum irgendwo finde oder so. Gloves. Noch mehr Boots. So. Gut. Gut, gut, gut. Also, oder nicht gut. Weil, wie gesagt, ein Antiseptikum war jetzt hier noch nicht dabei. Ich guck mal jetzt hier noch ganz schnell, ob es hier irgendwo ein Badezimmer gibt. Ja, aber ich glaube, in diesem ist kein Medizinschrank. Doch, hier. Bitte, 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 bitte. Painkiller habe ich schon. Mist. Okay. Also, ob ich jetzt langsam irgendwie an meinen Bisswunden verende, weil ich mir eine Infektion einfange oder ähnliches. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.